Ja, für alle, die im Jahr 2020, 5 Jahre nach Release, immer noch gerne eine kleine Partie Witcher spielen, vielleicht schaut ihr euch einfach mal an, wie ich Geralt spiele. Ich habe zwei Skillungen, die man recht schnell austauschen kann. Einmal meine Lieblingsskillung, wo ich mit Wirbelwind spiele und leichten Schlägen. Und dann eine Tankskillung, wo ich dann mit den schweren Schlägen spiele. Schaut es euch einfach mal an, vielleicht ist das eine kleine Anregung und Das ja, wollte ich auch schon fünf immer Jahre wissen. später kann man Was noch macht sehr die viel Hexe Spaß haben bei Wurm, der Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Fangen wir mal zuerst an mit der Skillung für leichte Schläge und dem Wirbelangriff. Ich habe hier das Tresor Ritterstahlschwert mit der Verzauberung Abtrennung. Damit wird einfach die Reichweite erhöht. Sieht außerdem auch noch cool aus, wenn man damit den Wirbel anschmeißt. Das gleiche habe ich bei dem Silberschwert gemacht, auch da Abtrennung aufgebracht. Und das Erendite-Silberschwert ist einfach das beste Schwert im ganzen Spiel. Dazu habe ich dann die Manticore-Rüstung, davon nutze ich allerdings nur zwei Teile. Das ist eine mittlere Rüstung. Ich habe dort Leichtigkeit verzaubert, damit alle Rüstungsgegenstände, die ich trage, als leicht gelten. Das hat den Hintergrund, dass dann der Bonus für leichte Schläge entsprechend Auswirkungen hat. Dazu trage ich dann die wohl besten Handschuhe für diese Skillung im ganzen Spiel. Das sind Nilfgaardische Wächterhandschuhe. 50% kritischen Trefferbonus bietet einfach ja, kein anderes Rüstungsteil für die Hände. Stiefel sind dann wieder von der Manticore-Rüstung und die Hose ist die Neumondhose. Auch hier kritischer Trefferbonus und kritische Trefferchance. Deswegen habe ich hier diese Hosen dazu gewählt. Ja, dann schauen wir uns mal ganz kurz meine Skillung an. Wie gesagt, alles auf schnelle Schläge mit Wirbel ausgelegt. Dazu Euphorie. Sehr schadensintensiv und fast schon overpowered das Ganze. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie ihr die für die Bärenrüstung umbauen könnt, wenn ihr da mal lieber mit den harten Schlägen arbeiten wollt. Einfach hier austauschen. Geht relativ fix, man braucht auch keinen Trank der Leerung oder ähnliches. Man kann die on the fly quasi umstellen. Hier dann anstatt der Katzenschule entsprechend die Bärenschule. Und das war's auch schon. Dazu spiele ich die komplette Bärenrüstung mit den beiden Schwertern. Zeige ich euch jetzt nur, weil ich hier gerade die richtigen Verzauberungen drauf habe. Ansonsten gilt auch für diese Skillung am besten skaliert die mit den anderen beiden Schwertern. So, auf diese Waffen oder wenn ihr die anderen beiden Schwerter nutzt, da natürlich dann entsprechend das gleiche. Auf beiden Waffen Kräftigung aufbringen. Maximale Vitalität wird dann nochmal, sobald man dann Vitalität generiert, wird nochmal in Schaden umgewandelt. Und das treibt den Schaden extrem in die Höhe, man ist quasi unsterblich damit. Ja, ich hoffe, das hat mal einen kleinen Einblick gegeben und ihr habt auch mal wieder Lust, das Gamepad oder die Tastatur in Angriff zu nehmen und nochmal eine kleine Runde Witcher zu spielen. Ansonsten schaut euch gerne mal auf meinem Kanal um. Ich habe noch ein paar andere Videos.
Das ist zum ersten Mal, dass ich ein Video überhaupt kommentiere. Die anderen sind alle im Originalton. Aber vielleicht bringe ich auch noch mal ein bisschen mehr davon. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten, ja, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, schöne Nacht, wie auch immer. Ciao. Geht ihr später in die Taverne?